aber vielleicht so eher lustigerweise haben Leute mir auch schon gesagt, ich sei der Außenminister vom TSC. Theologie muss in die Knochen kommen. Es muss uns nicht nur intellektuell herausfordern, sondern es muss uns verändern. Also ich finde, Gemeindearbeit ist eine super vielseitige Aufgabe. Inside TSC, herzlich willkommen. Heute mit einem weiteren Gespräch. Zu Gast heute bei mir René Winkler. René, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch. Wir haben uns heute hier im Footnote Coffee House getroffen für dieses Gespräch. Dein Lieblingsort auf dem Campus. Warum hast du gerade diesen Ort hier ausgewählt? Also ich kenne diese Räume seit 40 Jahren. Ich war ja selber hier in der Ausbildung. Da war das ein Speisesaal, alles so geordnet in Reihe und Glied und mit ganz klaren Regeln und so. Für mich steht dieser Raum, weil der jetzt komplett anders aussieht und eigentlich für Gemeinschaft, für Offenheit, für Beweglichkeit. Da hat sich so viel verändert, die Bedürfnisse haben sich verändert und wir wollen stärker einen Fokus setzen auf Gemeinschaft. Und dieses Coffee House hat noch, das finde ich noch witzig, dieses offene Fenster, wo Leute so ans Fenster kommen können, einen Kaffee kriegen, etwas mitnehmen können zum Essen und so. Also für Beweglichkeit und Gemeinschaft steht dieser Raum. Das finde ich eine tolle Entwicklung und zeigt, dass man eben beweglich ist hier. Du hast es angesprochen, du kennst diese Räumlichkeiten sehr gut, arbeitest auch hier. Erzähl uns kurz, in was für einer Funktion bist du hier am TSC tätig? Jetzt seit 3 Jahren für den Bereich Weiterbildung, den zu entwickeln, die Dinge zu koordinieren, dann die Alumni-Arbeit, also den Kontakt zu den Ehemaligen, die hier absolviert haben, zu pflegen, soweit das möglich ist und zu schauen, wie wir sie unterstützen könnten. Dann ist Networking eine ganz wichtige Aufgabe. Ich bin viel unterwegs in Gemeinden, in Verbänden als Referent oder zum Beispiel auch im Gnadauer Verband in Deutschland mit im Vorstand. So spöttisch, nicht spöttisch, aber vielleicht so eher lustigerweise haben Leute mir auch schon gesagt, ich sei der Außenminister vom TSC. Und hier bin ich auch noch für einige Events zuständig, beziehungsweise investiere mich mit da der Seniorentag oder die TSC-Netzwerkkonferenz und ein paar andere Dinge. Das TSC und du haben ja auch eine gemeinsame Vergangenheit. Du hast hier am TSC studiert, warst aber ursprünglich, mal habe ich gelesen, Betriebssekretär bei der Schweizer Post. Wie bist du schlussendlich von der Schweizer Post hier bei einem Theologiestudium am TSC gelandet? Ja, im Grunde genommen waren es Pastoren, dann auch Leute aus der Gemeinde und nicht zuletzt auch Studenten vom TSC, die hatten bei uns in der Gemeinde in Zürich einen Einsatz, die mich immer wieder darauf angesprochen haben, ob das nicht ein Weg wäre für mich. Das hat mich schon auch irgendwie innerlich bewegt und interessiert, aber ich wollte es dann von Jesus irgendwie unmissverständlich zu hören kriegen. Und ich habe damals in Zürich in der Jugendarbeit mitgearbeitet, war dort im Mitarbeiterkreis und dort haben wir in aller Regel immer ein Buch gemeinsam gelesen, so etappenweise. Und im Lauf dieser Gespräche ist das plötzlich, war das wie innerlich klar, dass ich mich anmelden soll am TSC. Das war so irrational, aber ebenso klar. Und das hat mir dann den Stupf gegeben, mich am TSC anzumelden. Wenn du zurückblickst auf deine Studienzeit hier, was würdest du sagen, ist im Rückblick die wertvollste Erfahrung, die du hier im Studium mitgenommen hast? Ja, das ist noch etwas schwierig zu sagen. Ich glaube aber schon, diese Kombi von hier miteinander leben, sich mit Leuten zurechtkommen müssen, die man sich nicht ausgesucht hat. Das gemeinsame Arbeiten, gemeinsame Studieren, also so diese Kombi, die war herausfordernd mit allem Auf und Abs, aber die hat auch in einer guten Weise geprägt und herausgefordert. Also ich würde eher sagen, so das Gesamtpaket. Und dann waren es sicher einzelne Dozenten, ich denke an Paul Breimeyer zurück, der das Johannesevangelium, wir die Vorlesungen hatten mit ihm und so, das hat mich schon immer wieder mal sehr berührt. Aber auch vieles andere war toll. Ja. Wenn man sich ein bisschen näher mit dir beschäftigt, fällt einem auf, dir sind Menschen sehr wichtig. Neben deiner Tätigkeit als Leiter Weiterbildung hier am TSC bietest du die geistlich-emotionale Reifen-Kleingruppe an. Erzähl uns kurz in ein paar Sätzen, wie bist du dazu gekommen, diese Arbeit zu starten? Was begeistert dich daran und wieso ist die wichtig für dich? Theologie muss in die Knochen kommen.
Es muss uns nicht nur intellektuell herausfordern, sondern es muss uns verändern. Also es geht um Lebensveränderung. Und was ich natürlich in meinen vielen Aufgaben, auch in Leitung und Personalverantwortung gesehen habe, ist, dass Autorität entsteht im Wesentlichen dadurch, dass man Kompetenzen hat und dass man auch Charakter hat oder einen reifen Charakter hat. Viele scheitern nicht wegen ihrer fachlichen Kompetenz, sondern dadurch, dass sie als Persönlichkeit mit sich selbst oder mit Leuten, die anders ticken, anders gestrickt sind, nicht klarkommen. Und hier oben haben wir ein wunderbares Feld, um Dinge zu lernen. Und das ist mir einfach ein großes Anliegen. Damit verbinde ich eigentlich vor allem die Absicht, aber es ist freiwillig, Studierende können das nutzen oder nicht nutzen, dass man lernt, jede Erfahrung, die guten und insbesondere auch die schwierigen zu nutzen, um daran zu reifen und stärker zu werden. Das ist eigentlich die Absicht. Und der Clou dabei oder dieses, ich glaube, es macht viel aus, dass ich dann auch von mir erzähle, von meinen eigenen Prozessen und Einblick gebe in mein Leben. Beim Punkt Einblick geben in dein Leben, mich würde interessieren, wenn du mal nicht arbeitest oder gerade die Kleingruppen betreust, was machst du in deiner Freizeit? Welchen Leidenschaften gehst du nach? Gibt es da etwas, das für dich ein Ausgleich ist neben deinem Alltag? Es gibt vieles mehr als möglich ist, dass ich das jeweils nutzen kann und so. Ich treibe sehr gern Sport, beschäftige mich mit Sport, sei das Velofahren, Mountainbiken oder Skifahren im Winter, Langlaufen. Ich habe auch ein Motorrad, das ich gelegentlich bewege. Oder Musik interessiert mich sehr. Am liebsten, wenn ich irgendeine Band mitspielen kann. Oder man trifft mich auch ab und an im KKL in Luzern an bei einem schönen Konzert oder so. Das sind schon Dinge. Fotografieren hin und wieder. Aber da braucht es dann jeweils so einen kreativen Anfall. Das interessiert mich auch, ja. Ein viel interessierter Mann. Nach deinem Theologiestudium am TSC hast du von 1986 bis 2001 zuerst in der Kirchhoner Gemeinde Steckborn und dann in Muttenz als Pastor gearbeitet. Wie haben dich diese 15 Jahre im Dienst als Pastor geprägt? Ja, eigentlich die vielseitigen, sehr vielseitigen Herausforderungen zu meistern, dann in Schwierigkeiten, Krisen persönlicher Art und so, auch zu lernen, wie komme ich damit, wie kann ich damit umgehen. Es hat mir insbesondere, was mein persönliches Glaubensfundament betrifft, sehr viel mehr Klarheit gebracht, aber schon auch durch Krisen durch. Wenn ich am falschen Ort hingeschaut habe oder meine Verantwortung, die Grenzen meiner Verantwortung nicht wahrgenommen habe und darüber hinausgegangen bin, mich für alles und jedes verantwortlich gemacht habe, dann läufst du zwangsläufig irgendwann gegen die Wand. Und dann zu lernen, seine Grenzen, auch die guten Grenzen der Verantwortung zu sehen, das ist eines der wesentlichen Dinge. Und ich habe die Vielfalt dieser Aufgabe sehr geliebt. Also mit Menschen unterwegs zu sein, aber dann auch Leitungsdinge strategischer Art zu gestalten, zu entwickeln. Also ich finde, Gemeindearbeit ist eine super vielseitige Aufgabe. Ich würde es wieder machen. Gibt es vielleicht eine Anekdote, die du aus diesen vielen Schlüsselinhalten, die du aus dem Dienst mitnehmen konntest, erzählen kannst? Ja, eine, die war für mich nicht so schön, aber die von der haben ganz wenige etwas mitbekommen oder fast niemand, nur denen ich das erzählt habe. Eines Morgens, ich hatte Predigt vorbereitet, ich weiß noch über das Gleichnis vom Weizen und dem Unkraut und ich war mich so vielleicht 80% sicher, dass ich auf der richtigen Spur bin, aber ich war mir nicht ganz sicher. Ein bisschen eine Unsicherheit, das hat man mir sicher nicht angemerkt, aber dann stand ich auf der Kanzel und dann sitzt unangemeldet mein Regionalleiter im Publikum. Das ist ein total lieber Kerl, also der hat mir nie was irgendwie zuleide getan oder so, auch ein sehr, sehr menschenfreundlicher Mensch. Aber das hat mich derart verunsichert innerlich, dass ich mich nachher gefragt habe, was ist eigentlich mit mir los? Und das war so eine Erfahrung, was mir geholfen hat, mein Fundament zu klären, oder das war so einer der Schritte dazu. Also zum Beispiel, dass ich sage, okay, ich werde immer versuchen, mein Möglichstes zu geben im Rahmen der Zeit, die mir zur Verfügung steht und dann offen zu sein für Korrektur, Dinge zu lernen, wenn Leute mich auf Fehler ansprechen und so, damit, also, dass ich lernen will und nicht dazu da bin, dass ich die Dinge fertig und unkritisierbar hinstellen kann und so. Und das hat mir geholfen, auch mein Glaubensfundament mehr zu klären. Also war eine unschöne Erfahrung für mich,
die mich auch erschreckt hat, dass ich so unsicher bin eigentlich. Ja. Ich merke im Gespräch mit dir diese Erfahrung und auch diese Prägung, die diese Zeit mit sich gebracht hat. Du hast dann nach diesen 15 Jahren als Gemeindepastor eine neue Herausforderung wahrgenommen, warst dann von 2001 bis 2011 Leiter von Chrischona Schweiz und dann von 2012 bis 2018 Direktor von Chrischona International. Ich habe mir da überlegt, du hast so eine langjährige auch Führungs- und Leitungserfahrung. Was würdest du jungen Leuten, die irgendwo neu Verantwortung in einer Leitungsposition übernehmen, als Tipp mit auf den Weg geben? Auf was muss man achten? Also, ich würde so 3-4 Dinge sagen. Einen Mentor oder Coach haben, nicht 17. Sich immer als Teil eines Teams verstehen und nicht sagen, ich muss der King sein, ich muss alle überragen oder so, sondern sagen, ich bin Teil eines Teams, ob das Ehrenamtliche oder Hauptamtliche sind, und insofern diesen Schutz suchen und aus diesem Schutz heraus auch dann seinen Dienst tun und nicht denken, ich muss allen beweisen, dass ich gut bin. Dann würde ich raten, das persönliche Erfolgsverständnis zu klären. Was ist für mich Erfolg als Leitungsperson? Was ist für mich Erfolg für als Hauptamtlicher oder in welchem Dienst dann ich stehe? Das würde ich raten zu klären, weil da sitzen oft irgendwelche falschen Zusammenhänge oder falschen Ambitionen. Das wäre auf jeden Fall gesund und dann auch sehr darauf zu achten, was die eigene Verantwortung ist, die man haben kann, und sich auch viel Verantwortung nehmen, aber auch ein Gespür zu entwickeln für die Grenzen der eigenen Verantwortung. Ich habe mich so oft verantwortlich gemacht wie sich Leute verhalten haben, auf das reagiert haben, was ich gemacht habe. Das habe ich natürlich lernen müssen, da besser darauf zu achten. Aber jetzt so ein Kombi mit einem Team und in Kombi mit einem Coach, einem Mentor, da ein gutes Gespür für die Grenzen der Verantwortung. Dann hat man auch Freiheit und eine gewisse Sorglosigkeit. Man kann sich als Leitungsperson so sehr belasten mit Dingen, die man eigentlich nicht tragen muss. Und deshalb wäre das so: Erfolg klären, Verantwortung gut im Auge behalten. Das wären wichtige Aspekte. Vielleicht noch zum Schluss eine Frage. Wenn dir die ganze Welt für ein paar Sekunden zuhören würde, was würdest du ihr mitteilen wollen? Ein paar Sekunden, also nur ganz kurz. Kurz, prägnant. Setz dich mit Jesus Christus in Verbindung. Er hat was für dich. Wunderbar. René, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute hier beim Inside TSC Gesprächsgast warst. Danke für das Interview. Danke auch euch für das Anschauen des Videos. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, klickt doch auf den Abonnieren-Button und lasst uns eine positive Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal.